Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute dreht sich alles rund ums Thema Fluorid in Zahnpasta. Oskar ist auch wieder am Start, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Heute in Form eines Fotos auf meinem T-Shirt, damit er immer bei mir ist. So, und jetzt wollen wir direkt mal anfangen mit dem Video. Es geht um Fluorid. Fluorid war das Thema, was ihr am meisten nachgefragt habt, wo ich so oft von euch zu hören bekommen habe, dass ich da ein Video drüber machen soll und mal meine Meinung sagen soll, was ich von Fluorid halte. Und das mache ich jetzt. Und am Anfang hört ihr erstmal ganz klar mein Statement. Und mein Statement ist, ja, ihr solltet Fluorid in Zahnpasta verwenden. Und jetzt erkläre ich euch auch, warum. Fluorid ist ja ein sehr, sehr heiß umstrittenes Thema. Es gibt ganz verschiedene Meinungen dazu. Die einen sagen, Fluorid ist völlig harmlos, völlig gesund und ist ein Spurenelement, wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, Eisen auch, und benötigen wir in unserem Körper. Dann gibt es die andere Seite, die sagen, Fluorid ist total giftig und hat überhaupt nichts in Zahnpasta zu suchen. Was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und meiner Meinung nach ist es irgendwo in der Mitte. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und jetzt sage ich euch mal meine eigene Meinung dazu. Meine eigene Meinung ist, Fluorid bietet euch so einen riesigen Nutzen. Was man zu 100% mit, naja, vielleicht nicht 100%, aber mit fast absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass Fluorid Karies vorbeugt. Und es gibt in der Wissenschaft und in den Studien selten so eine Klarheit bezüglich irgendeines Themas, wie man mit Klarheit sagen kann, dass Fluorid Karies vorbeugt. Und meiner Meinung nach ist dieser Nutzen, den euch das Fluorid bringt, höher zu bewerten als die Giftigkeit, die es eventuell hat. So, und auf die Giftigkeit möchte ich jetzt erstmal kurz eingehen. Und dann möchte ich erstmal darauf eingehen, was macht ihr überhaupt mit der Zahnpasta? Ich meine, ihr spürt euch doch hinterher den Mund auf. Zumindest solltet ihr das tun. Und wenn ihr euch den Mund ausspült nach dem Zähneputzen, ist der Anteil, der dann noch an Zahnpasta und dementsprechend an Fluorid in eurem Körper verbleibt, also den ihr dann runterschluckt, letztendlich so minimal, dass er meiner Meinung nach zu vernachlässigen ist. Also, seien wir doch mal ehrlich zueinander. Zahnpasta hat nichts in eurem Körper zu suchen. Egal, ob da nun Fluorid drin ist oder nicht. Es gibt auch noch zig andere Inhaltsstoffe, die nichts in eurem Körper zu suchen haben. Zahnpasta ist nun mal kein Lebensmittel und sollte dementsprechend auch nicht runtergeschluckt werden. Dann ist die nächste Sache der Nutzen. Überlegt euch doch mal, also ihr müsst euch doch, wenn ihr euch die Frage stellt, wollt ihr Fluorid verwenden oder nicht, auch mal über die Folgen Gedanken machen. Die Folgen sind nämlich mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, dass ihr Karies bekommt, weil ihr überhaupt, ihr müsst euch doch auch mal über eure Ernährung Gedanken machen. Ihr verwendet Zucker, selbst wenn ihr auf Zucker verzichtet, esst ihr Kohlenhydrate, auch Kohlenhydrate werden in Zucker umgewandelt und Zucker ist auch nicht gesund. Seien wir doch mal ganz ehrlich, Zucker ist nicht gesund. So, und ihr nehmt ja Zucker zu euch, aber kein Fluorid. Ihr werdet mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann Karies bekommen. Und wenn ihr Karies bekommt, bekommt ihr eine Füllung. Zunächst mal eine Füllung. Dieses Füllungsmaterial, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, Füllungen haben nichts in unserem Mund zu suchen. Egal aus welchem Material sie sind, Kunststoff, Amalgam, Gold, Keramik, es ist scheißegal, welches Füllungsmaterial ihr nehmt. Nichts geht über den gesunden eigenen Zahn. Es hat nichts davon eigentlich irgendwas in eurem Mund zu suchen. Aber irgendwas muss man ja machen, wenn ihr Karies habt. Also ihr bekommt eine Füllung und die Füllung muss irgendwann erneuert werden, weil sie alt ist. Unter der Füllung entsteht vielleicht auch Karies. Dass die Füllung wird größer und größer und größer und größer und irgendwann ist sie bis auf den Nerven so tief und dann braucht ihr eine Wurzelkanalbehandlung. Ein wurzelkanalbehandelter Zahn stellt einen chronischen Entzündungsherd dar. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Jetzt habt ihr da also einen chronischen Entzündungsherd in eurem Mund und mittlerweile geht man davon aus, dass ein Wurzelkanal behandelter Zahn Krankheiten wie Rheuma und auch andere Krankheiten hervorrufen kann. Möchtet ihr das? Und was ist nun die Alternative zur Wurzelkanalbehandlung, dass man den Zahn zieht? Dann habt ihr irgendwann gar keine Zähne mehr. Herzlichen Glückwunsch!
Also, wenn ihr euch die Frage stellt, Fluorid oder nicht, macht euch über die Folgen Gedanken, seid euch darüber im Klaren und ihr müsst das Risiko eingehen. Das ist einfach so. Und dann stelle ich euch auch mal die nächste Frage. Wie sehr achtet ihr auf eure Gesundheit ansonsten? Macht ihr genug Sport? Trinkt ihr genug? Was ist mit eurer Ernährung? Ernährt ihr euch gesund? Was ist überhaupt gesunde Ernährung? Da kann man wieder drüber diskutieren. Raucht ihr? Wenn ihr raucht, müsst ihr euch bitte über Fluorid keine Gedanken machen. Hört mit dem Rauchen auf. So einfach ist das. Kauft ihr immer Bioprodukte? Wenn nicht, da sind Pestizide drin. Pestizide sind auch nicht gesund für euren Körper. Selbst wenn ihr Bio kauft, ist Bio wirklich so gesund? Was ist in Bio überhaupt drin? Wird ja auch wieder sehr heiß diskutiert im Moment. Was ist überhaupt mit Bioprodukten? Wie gesund sind die wirklich? Tragt ihr Schuhe? Schuhe enthalten Klebstoff. Der Klebstoff ist ungesund. Benutzt ihr Naturkosmetik? Ich zum Beispiel bin, mal abgesehen von meiner Mascara, komplett mit Naturkosmetik geschminkt. Auch mein Duschgel, Shampoo, Bodylotion, alles ist Naturkosmetik. Ich verwende fast ausschließlich Naturkosmetik aus gesundheitlichen Gründen. Ich verwende trotzdem Fluorid. Ich verwende Fluorid, weil es keine natürliche Alternative gibt oder mir ist zumindest keine bekannt. Wenn, dann würde ich es benutzen. Kenne ich aber nicht, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also bleibt nur noch das Fluorid und Karies ist für mich keine Alternative. Tut mir leid. Ich möchte keine Karies bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dann ist auch die Frage, zum Beispiel Rotwein. Rotwein ist auch so ein Thema. Einige sagen, ein Glas Rotwein am Tag soll gesund sein. Die anderen sagen, nee, Alkohol ist Gift. Alkohol ist doch Gift. Warum soll jetzt Rotwein gesund sein? Und so gibt es einfach gewisse Themen, wo man sich nicht ganz einig ist. Und da müsst ihr euch selbst die Frage stellen, was wollt ihr? Und es bleibt jedem selbst überlassen, ob er Fluorid benutzt oder nicht. Aber meine Empfehlung geht ganz klar dahin, benutzt Fluorid in Zahnpasta. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch helfen konnte. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr Fluorid benutzt oder nicht. Und ob euch mein Video eventuell bei der Entscheidungsgebung geholfen hat und beeinflusst hat. Und wenn ja, in welche Richtung. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.